Wenn ein Erbfall eintritt, wollen die Beteiligten wissen, was zum Nachlass gehört. Wer ein Nachlassverzeichnis fordern darf, wer es erstellen muss und was reingehört, erfahren Sie in diesem Video in nur einer Minute. Hallo, ich bin Bernfried Rose von der Kanzlei Rose & Partner. Unsere Fachanwälte für Erbrecht und Steuerberater betreuen bundesweit vermögende Privatpersonen und Unternehmer in allen Fragen rund um das Erben und Vererben. Bei Erbschaften tritt regelmäßig die Frage auf, was überhaupt zum Nachlass gehört. Das interessiert zum Beispiel enterbte Angehörige. Die können vom Erben ein Nachlassverzeichnis verlangen, damit sie ihren Pflichtteil berechnen können. In dieses Inventar kommen alle Vermögenspositionen des Erblassers mit Wertangaben und auch die Schulden, die abgezogen werden. Außerdem gehören noch Schenkungen zu Lebzeiten ins Verzeichnis, da diese Pflichtteilsergänzungsansprüche auslösen können. Wenn Sie Erbe in einer Erbengemeinschaft sind, können Sie dagegen von den anderen Miterben in der Regel kein Nachlassverzeichnis verlangen. In der Erbengemeinschaft kann und muss sich jeder selbst die Infos zum Nachlass besorgen. Wenn der Erblasser im Testament eine Testamentsvollstreckung oder Vor- und Nacherbschaft angeordnet hat, können Sie vom Vollstrecker bzw. vom Vorerben ein Nachlassverzeichnis verlangen. Eine Aufstellung über den Nachlass will aber auch das Nachlassgericht, um die Gebühren für einen Erbschein zu berechnen. Und das Finanzamt berechnet die Höhe der Erbschaftssteuer anhand Ihrer Angaben in der Erbschaftssteuererklärung. Ausführliche Informationen zu allen Facetten des Nachlassverzeichnisses und Beratungsangebote unserer Experten finden Sie hier auf unserer Kanzlei-Website und natürlich in weiteren Videos unseres YouTube-Kanals. Machen Sie es gut und behalten Sie recht!